gereizt, wir sind ärgerlich auf diesen blöden Körper, dass der nicht funktioniert, ne, dass der diesen blöden Hautausschlag jetzt hat und so weiter. So, bedeutet, in dem Augenblick, wo ich diese negativen Gefühle zu meiner Hautsymptomatik habe, was dokumentiere ich damit? Ich dokumentiere, dass ich eine Spaltung mache. Es existieren plötzlich zwei Personen. Eine Person, die sauer auf die Haut ist. Das heißt, ich habe eine Abspaltung. Wir nennen das in der Gestaltpsychologie Retroflexion. Das heißt also gegen sich selbst, scharf gegen sich selbst zurückwenden, bedeutet, der eine Teil ist ärgerlich auf den anderen. Und das ist doch klar, in dem Augenblick, wo ich diese Retroflexion, diese Spaltung in mir habe und ein Teil ist ärgerlich auf den anderen, habe ich ein System, wo eine Spaltung existiert und da kann keine Heilung existieren. Da, wo eine Spaltung ist und eine Abspaltung ist, ist keine Heilung. So einfach ist das. Also muss ich wieder eine Einheit herstellen und das tue ich, indem ich meinen Ärger auflöse. Zum Beispiel mein Ärger auf meine blöde Haut, mein Ärger auf meine blöde Haut. Und dann irgendwann komme ich in das Verständnis von meiner Haut und sage, ja, nee, alles klar, danke, dass du da bist und danke, dass du mir Signale gibst. Ja, super, klar, okay, worauf soll ich denn achten? Gib mir doch mal einen Rat. Wir haben sogar dazu, habe ich eine spezielle Dialogtechnik entwickelt, wo man dann mit seiner Haut in Dialog treten kann und fragen kann, Antworten bekommt. Das ist sehr powerful. Und dann kriegst du eben letztlich auf unbewusster Ebene, gibst du dir selbst Antworten, was hinter deiner Hautthematik steckt. Ja, also das ist sehr, sehr powerful, wenn du allein diese beiden Schritte so machst, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, wirst du mit Sicherheit 70, 80% deiner Probleme schon mal los sein. 100 Pro. Gibt es denn jetzt Unterschiede beim Klopfen? Also es sind ja Energieblockaden und sind bei der MET die 14 Meridiane, die beklopft werden dann, ne? Nee, nicht 14, das war früher. Wir Okay. arbeiten jetzt praktisch noch mit 5 am Kopf und den Hauptpunkt hier, Niere 27. Und die Handrücken, mehr Punkte mache ich gar nicht mehr. Gibt es dann Unterschiede beim Klopfen, je nachdem, welche Beschwerden jemand hat? Oder ist das Nee, okay? das sind immer dieselben Punkte. Wobei das Einzige, was sich ändert, das ist mal schwer nachzuvollziehen, aber das Einzige, was sich ändert, ist, dass du den Klopfsatz, der verändert sich natürlich immer. Du klopfst erstmal ist es mein Ärger auf meiner Haut, dann ist es meine Trauer, dass ich das habe, meine Verzweiflung, meine Resignation, was viele natürlich haben. Wenn sie lange Hautgeschichten haben, haben sie resigniert, dann klopfst du die Resignation. Das heißt, es ändert sich nur der Klopfsatz. Also niemals die Punkte, die bleiben im Prinzip immer gleich, weil du einmal den physischen Reiz hast, indem du den Meridian beklopfst und da diese kleinen Impulse reingibst. Und das zweite ist der mentale Reiz und die Konzentration auf das Gefühl oder vielleicht auch einen Glaubenssatz, den du hast. Manchmal ist es auch wichtig, einen Glaubenssatz dazu aufzulösen. Ne? Nach dem Motto, das kriege ich nie weg, das kriege ich nie weg, das kriege ich nie weg. Und irgendwann sagst du, ach doch, kriege ich weg. Ich habe es ja auch produziert, also kriege ich es auch wieder weg. Genau. Achso, das ist übrigens noch wichtig, ne, Ronja. Das, was ich eben sagte, die meisten erleben sich natürlich als Opfer. Sie erleben sich als Opfer ihres Körpers oder ihrer Symptomatik. Und das ist eben nochmal wichtig in dem Zusammenhang, was ich vorhin sagte, zu begreifen, ich bin nicht das Opfer von irgendwas, weder das Opfer meiner Gene, noch meiner Haut oder meines Körpers, sondern ich bin der Schöpfer meiner Symptomatik. Und wenn ich dahin komme, das wirklich anzuerkennen und zuzulassen, dass ich das kreiert habe oder zugelassen habe, ja, dann bin ich frei. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich das so kreiert habe, dann kriege ich das auch wieder weg. Wozu brauche ich dann einen Arzt? Nö, ich bin der Spezialist meiner Symptome. Wenn nicht ich, wer sonst? Ne? Welche Erfahrungen hast du denn mit MET und Hautbeschwerden so gemacht? Kannst du da so ein paar Beispiele nennen? Ja gut, also eins habe ich dir genannt, so ein ganz krasses Beispiel mit dem Haarausfall, aber so die kleineren, die ich also halt immer wieder habe, natürlich sind so diese Geschichten wie Neurodermitis oder Hautgeschichten, wo Mütter mit ihren Kindern klopfen und dann die Neurodermitis der Kinder besser wird oder ihre eigene Neurodermitis. Ein Fall den ich auch so dokumentiert habe, ist ein Fall von Psoriasis von einer Seminarteilnehmerin, die war noch gar nicht meine Klientin bei mir, sondern war bei mir im Seminar. Dazu habe ich auch ein Bild aus dem Buch, von unserem Buch. Wenn du willst, kann ich das ja mal einblenden. Super gerne. Ja, okay, ich blende das mal eben ein. Das stammt aus unserem neuesten Buch.
Und das ist sehr schockierend auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch, sage ich mal, sehr beeindruckend. Du siehst hier links auf der linken Seite die Seminarteilnehmerin, die war ungefähr Mitte 40, hatte seit 40 Jahren hatte sie diese Psoriasis. Du siehst also richtig heftig. Ich konnte nie langärmelige Hemden anziehen, baden ging gar nicht und so weiter. Und die hat nur Cortison und hat alles natürlich so durch, was man so kennt im Bereich der Psoriasis. Und sie war wirklich nur Seminarteilnehmerin. Die war noch nicht mal Patientin von mir. Und in diesem Grundseminar, was ich ja immer mache und immer noch mache, zeige ich den Leuten ja, wie man körperliche Symptome beklopft. Und dann war das Seminar vorbei und dann kriegte ich nach 3 Monaten von ihr diese Bilder zugeschickt. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen und habe sie dann angerufen und habe sie gefragt, sag mal, wie hast du das denn gemacht? Weil ich war selbst verblüfft. Also das hatte ich noch nie gesehen. Und dann sagte sie, ja, wieso? So wie du das uns erzählt hast im Kurs. Sag ich, ach so, sag ich, das ist ja toll, dann erzähl mir, wie hast du denn das gemacht? So, da muss man wissen, sie hat eben unter Mobbing musste sie leiden an ihrer Arbeitsstelle, also sie ist stark gemobbt worden. Und dann hat sie Folgendes gemacht: Sie hat angefangen, ihren ganzen Ärger, ihren ganzen Frust auf die Kollegen, auf das Mobbing zu beklopfen. Und dann sagte sie, konnte sie zusehen, wie die Haut besser wurde. Und du siehst dann ja hier auf der rechten Seite, nach 3 Monaten war im Prinzip das alles abgeheilt. Also was Krasses, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Aber das zeigt eben nochmal, dass es hier so genau das, was ich beschrieben habe, der typische Fall, wenn jemand, der wie Sie so ein Mobbing-Opfer ist, die unterdrückt natürlich jahrelang, jahrzehntelang ihre Ärgergefühle. So. Und das tut sie bestimmt schon seit ihrer Kindheit. Und weil sie das in der Kindheit schon tut, ne, macht sie es dann sonst auch und die Leute kriegen das energetisch mit, dass sie ist so das typische Opfer, auf der hackt man dann auch rum und die sucht man sich dann als Mobbing auch Opfer auch aus und dann kriegt sie natürlich immer alles ab. Aber sie schluckt ihren Ärger weg. So, wenn ich immer meinen Ärger wegschlucke, das, was ich vorhin sagte, retroflektiere, meinen Ärger runterschlucke, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kriege irgendwelche Halsprobleme oder ich kriege andere Probleme, körperliche Probleme. Oder aber, was die meisten bekommen, sie kriegen Hautprobleme. Bedeutet, Haut ist mit so das erste Organ, was auf unterdrückten Ärger reagiert. Kannst du sagen, dass da, also das ist das Hauptthema hinter den oder die Gefühle, die dahinter stehen, ist das immer Ärger, die Erfahrung, die du Hauptsächlich, gemacht hast? ja. Also meine Haupterfahrung, wirklich die Haupterfahrung ist, bei Hautgeschichten ist es primär Ärger. Unterdrückter Ärger, Wut, Hass, Groll. Guck mal, guck dir mal das Bild an. Was siehst du auf der linken Seite? Knallrot. So. Also das heißt, die Haut wird rot. Und rot heißt immer Alarm, Wut, Hass, Groll. Die Sprache ist so eindeutig. Ja? Insofern, wenn du Hautprobleme hast, dann guck erstmal prima, welchen Ärger, Wut unterdrückst du? Welchen Ärger, Wut hast, drückst du nicht aus, gegen wen auch immer? Und dann guck, wer ist der Adressat, den du möglicherweise schonst oder vor dem du Angst hast, ihm den Ärger zu geben? Das ist ja im Prinzip der Grund, warum die Leute retroflektieren und den Ärger runterschlucken, weil sie Angst davor haben, was dann passiert. Ja? Oder weil sie die Person aus irgendwelchen Gründen schonen wollen, weil das die Mama oder der Papa ist. Und dann schlucken sie den Ärger lieber runter und dann entwickeln sie lieber Hautprobleme. Da kommt ja noch eins hinzu, Ronja. Die Haut gehört ja auch dazu, dass ich mich ständig irgendwo stoße, dass ich mich ständig irgendwo verletze, mich schneide, dass ich mich kratze, dass ich mich ritze. Das sind ja auch Hautprobleme, die darauf hindeuten, dass das alles Retroflexion gegen sich gerichteter Ärger ist. Nichts anderes. Nägel beißen, ja, das ist ja auch alles, gehört auch mit zur Haut. Also alles diese Bereiche, Haut zeigen immer wieder darauf hin, deuten darauf hin, es geht um Ärger, Wut, Hass, Groll, den ich nicht ausdrücke. Interessanterweise diese Leute dann oftmals eben auch, wenn du mit denen redest, sehr liebe Menschen. Also sehr lieb und verständnisvoll und die wollen ja auch gar nicht ärgerlich sein. Jetzt das Bild, was du gezeigt hast, ist ja auch sehr, sehr ausgeprägt. Und viele haben ja auch mit
akutem Juckreiz zu tun, wo es wirklich schwierig ist, alternativ etwas zu finden, könnte man auch dort klopfen? Hast du da Erfahrungen gemacht? Ja, also guck mal, auch da habe ich Klienten, wo es darum geht, mal, wenn jemand sich ständig juckt oder kratzt, ne? Beispielsweise, macht jemand so. Was heißt das im Prinzip? Was siehst du hier? Er macht das mit sich. Ja? Also er kratzt sich, ne? Also er macht was mit sich. Bedeutet, der Impuls ist gegen sich selbst gerichtet. Und du musst jetzt natürlich erst in der Therapie gucken, diesen Impuls, den er hier macht, wo geht der eigentlich, wo sollte der eigentlich hingehen? Und das machst du zum Beispiel dadurch, indem du sagst, mach diesen Impuls, den du hast, mach den mal stärker. So, wenn derjenige den stärker macht, dann wird er nämlich plötzlich feststellen, dass das verdammt scheiße weh tut. So, und keiner tut sich selber gerne weh, also ist der Impuls, musst du darauf achten in der Therapie, gegen wen ist dieser Impuls jetzt eigentlich gerichtet? Wen möchte er eigentlich bekratzen? Ja? Und dann plötzlich hört er sofort auf, sich zu bekratzen oder der Juckreiz, was auch immer. Ja? Also beim Juckreiz ja genauso. Ne? Was juckt mich eigentlich? Ne? Da zu gucken, was ist die Emotion dahinter? Ja? Das ist eigentlich in der Therapie relativ einfach, mit solchen Geschichten zu arbeiten. Relativ banal, weil du musst einfach nur gucken, was schluckt der für einen Ärger weg und richtet das gegen sich. Jetzt funktioniert ja Klopfen nur, das hast du mal gesagt, wenn auch genügend Nährstoffe vorhanden sind. Kannst du da vielleicht noch mal etwas zu sagen? Nährstoffe meinst du jetzt von wegen Vitalstoff oder was meinst du jetzt? Genau. Ja, generell würde ich sagen, ist es natürlich immer gut, wenn die Zelle gut ernährt ist, wenn derjenige genug Wasser trinkt, wenn er, sag mal, vom Vitalstofflevel wirklich gut ausgestattet ist. Klar, das ist im Prinzip die Basis. Wenn das nicht stimmt, dann werden wir natürlich mit dem Klopfen oftmals auch Probleme haben. Da sollte man schon gucken, ob man da genug Nährstoffe auch wirklich hat. Das muss man im Vorfeld natürlich klären. Aber da können wir natürlich nichts herbeiklopfen. Das muss derjenige dann schon dann auch wirklich dann einnehmen, ne? Was ihm da fehlt. Also meine Erfahrung ist, dass bei vielen einfach der Vitamin D-Spiegel viel zu niedrig ist und dass die einfach viel mehr Vitamin D und sowas einfach zu sich nehmen müssten. Und dann funktioniert das Klopfen auch besser. Gibt es auch Grenzen oder vielleicht Menschen oder bestimmte Symptome, wo du sagst, da ist vielleicht MIT nicht unbedingt zu empfehlen? Also ich habe das jetzt 20 Jahre mache ich das, habe wirklich mehrere tausend Leute behandelt. Ich habe noch keine Grenze gefunden. Die Grenze ist im Prinzip einfach ja nur bei dem Klienten. Denn nochmal, ich heile ja nicht, sondern ich leite den Klienten ja nur an, dass er seine Heilung findet. Und insofern, die Heilung zu finden, ist immer möglich. Derjenige muss nur bereit dafür sein. Das ist die einzige Bedingung. Gut, es gibt natürlich, sag ich mal, ich sage das immer so, es gibt so ein Point of No Return. Also wenn jemand jetzt schon, sage ich mal, 20 Jahre lang sich voll mit Medikamenten vollpumpt, Psychopharmaka nimmt und nie vielleicht auch an sich psychotherapeutisch gearbeitet hat und dann zu mir kommt und sagt, jetzt wollen wir mal ein bisschen klopfen und in 3 Stunden soll alles gut sein, dann sage ich so, sorry, aber das wird nichts. Ja, da ist irgendwie, irgendwann ist einfach der Punkt überschritten, wo du eigentlich jetzt erstmal jemanden mit den ganzen Psychopharmaka, die ganzen Medikamente ausschleichen müsstest, du müsstest den energetisch erstmal säubern, dass das Klopfen überhaupt bei dem ankommt. Insofern sind die Fälle natürlich sehr undankbar und sehr, sehr langwierig und ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber das erfordert vom Patienten natürlich dann enorm viel Bereitschaft, Geduld und Zeit und natürlich auch Geld, um dann den Weg mit jemandem zu gehen, weil natürlich, wenn jemand 20, 30 Jahre Medikamente genommen hat, dann weiß ich, da hat eine Menge schwerste Traumatisierung hinter sich. Und bis wir da dann hinkommen, das dauert einfach. Jetzt ist es ja so, dass immer mehr bei Kindern Neurodermitis und Hautprobleme festgestellt werden. Genau. Kannst du noch mal sagen, wie das mit deinen Erfahrungen bei Kindern aussieht und MET? Ja, gute Frage. Auch hier, guck mal, gehen wir davon aus, gerade Kinder, gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, werden natürlich auch massiv gezwungen zu retroflektieren, also ihren Ärger runterzuschlucken. Gerade jetzt. Und ich meine, die Maske ist ja ein Symbol dafür zu retroflektieren, im Sinne von, ich darf ja noch nicht mal ausatmen, sondern ich muss den ganzen Scheiß wieder einatmen, den ich ausatme.
Also das ist nochmal das Symbol für Retroflexion. Und die Kinder, die Kleinkinder werden ja überall gezwungen zu retroflektieren, ihre Impulse zurückzuhalten. In der Schule, sie können nicht einfach aufstehen im Unterricht und sagen, ich habe jetzt Bock nach draußen zu gehen, ich möchte jetzt gerne spielen. Dann sagt die Lehrerin, das geht aber nicht, Fritzchen. Du musst jetzt gefälligst mal sitzen bleiben, weil sonst gehst du ja später am Fließband auch nicht mehr, da kannst du ja auch nicht weggehen am Fließband. Du musst ja auch da bleiben, bis die nächste Schicht anfängt. Das heißt, die Kinder werden permanent gezwungen, ihren Ärger zu unterdrücken. Und das führt logischerweise dazu, dass sie massiv Hautprobleme entwickeln, dass sie Allergien entwickeln. Allergie ist nichts anderes als unterdrückter Ärger. Deswegen die massive Zunahme von Allergien. Ja. So, ist gewisserweise ja auch eine Hautgeschichte, so, ne, dem irgendwo zugeordnet. Bedeutet, wenn die Eltern jetzt zusätzlich dann auch noch ihr Übriges tun und dann auch noch die Kinder dazu zwingen, ihren Ärger zu unterdrücken und nur ihren Ärger an den Kindern auslassen, ist doch logisch, dass die anfangen dann Probleme zu entwickeln und ihren Ärger indirekt passiv-aggressiv ausdrücken, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, retroflektiv, indem sie krank werden. Jetzt muss die Mutter zum Arzt rennen und hier rennen und da rennen und hier da und hier was machen und da was machen. Und darüber wird dann der Ärger mehr oder weniger ausgedrückt. Es braucht immer ein Ventil. Klar. So, insofern, die Kinder momentan sind das schwächste Glied in der Kette, gerade jetzt. Nicht, gut, die Eltern natürlich auch, die Erwachsenen müssen genauso retroflektieren, genau, ihren Ärger genauso unterdrücken. Ich denke mal, die Leute haben alle jetzt plötzlich Symptome entwickelt, die sie vorher nicht hatten, 100 Pro. Insofern wäre das sehr hilfreich für die Eltern, wenn sie mit ihren Kindern eher auch an der Stelle klopfen und sagen, okay, guck mal, was weiß ich, wie der Junge dann heißt, Martin, was auch immer, schau einfach, wo bist du, worüber hast du dich heute geärgert? Ja, und dann einfach mit den Kindern tagtäglich zu klopfen, das selber natürlich auch zu tun. Mein Ärger über dieses Maskenmaskerade, mein Ärger, dass ich ständig mal, dass ich zu Hause sein muss, dass ich meine Freundin nicht treffen kann und diesen ganzen Ärger darüber. Ja, da kann man ja noch in, sag mal, intellektuell Verständnis so viel haben, wie man will. Trotzdem drunter bleibt ja immer noch der Ärger. Ja, den kriege ich ja damit nicht weg. Den kann ich mir ja nicht wegintellektualisieren oder rationalisieren. Der Ärger ist ja trotzdem da, dass ich mit die Familie sitzt ständig auf dem Haufen. Die Mütter müssen plötzlich jetzt dreimal so viel tun wie normal. Die Väter hocken die ganze Zeit nur zu Hause, können sich mit ihren Kumpels nicht treffen. Und das produziert bei den Leuten natürlich Stress, Ärger, Ängste. Und wenn du die nicht auflöst, entwickelst du als erstes Hautprobleme. Atemprobleme, Husten, ne? Allergien und so weiter. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Zuschauer denkt, wie sieht denn das genau aus? Wie kann ich denn das lernen? Was kannst du da mitgeben? Es gibt ja, sagen wir mal, zwei große Bereiche, Möglichkeiten. Es gibt Leute, die machen das autodidaktisch, wollen das über ein Buch lernen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich ein Buch zu kaufen von uns. Zweite ist, das in einem Seminar, anderthalb Tage, Online-Seminar zu erlernen. Auf der Webseite findet man das dann eben auch. Jetzt im Mai, nächstes Wochenende ist wieder eins. Nee, irgendwann jetzt im Juni auf jeden Fall. Und die andere Möglichkeit ist, wer es dann auch so mal professioneller einsetzen möchte, gibt es natürlich die Möglichkeit, das im Rahmen der Online-Ausbildung zu machen. Ich biete seit Jahren natürlich jetzt auch schon Live-Ausbildung an, aber jetzt durch die derzeitige Situation eine Online-Ausbildung, die über ein Jahr geht und ja, sehr intensiv in diesen Bereich energetische Psychologie einführt und ja, ich dir dort eben alle Tools vermittle, die du brauchst, um mit deinen Klienten oder Patienten eben effektiv zu arbeiten. Hättest du vielleicht noch so einen kleinen Tipp oder eine kleine praktische Übung, dass die Zuschauer sich vielleicht sofort in etwas ausprobieren können, um